Servus Leute, ich hoffe es geht euch soweit gut. Ich habe mir ein kleines neues Spielzeug gekauft und zwar die Q-Stars Box, die 6000S. Ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich viel mit dem Thema befasst und habe mich jetzt für die Q-Stars entschieden. Ja, wegen zwei, drei Gründen eigentlich. Einmal ist es billiger als die Performance Box. Das Display ist größer, leichter zu sehen oder mit zu arbeiten und einfach die Benutzerfreundlichkeit ist leichter. Es gibt ja auch ein YouTube-Video, wo jemand so die ganzen Boxen ein bisschen vergleicht und er sagt ja auch selber, man weiß ja nie, welche Box richtig ist. Also ob man jetzt die Performance-Box benutzt, die oder eine andere, man müsste eigentlich mehrere immer benutzen bei jeder Messung und daraus einen Mittelwert erstellen. Also dachte ich mir, ja, ich denke, ich bin ganz gut mit der aufgehoben. Ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal, was in der Box, also bei der Lieferung, dazukommt. Und ich habe da noch eine Idee für ein paar neue Videos und ich wollte das mal euch erzählen und schauen, ob ich irgendwas vergessen habe dann in der Liste. Aber dazu komme ich dann später und ich zeige euch jetzt einfach mal schnell, was in der Box ist. So, also würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an. Also so sieht die Box aus von oben, dieses Q-Stars oben. Hier steht dann nochmal die Modellnummer, die 6000S. Und hinten ist dann nochmal so eine allgemeine Beschreibung, was es kann. Also Drag Races auf der Rennstrecke, GPS-Messungen, dass es eine 10 Stunden Batterie hat, 4 GB Speicher und die 6000S Q-Stars hat auch 10 Hertz, heißt alle 0,1 Sekunden schickt sie im Prinzip ihren Standort. Also ich weiß, es gibt auch manche, die ich glaube 20 Hertz haben, also sie sind dann noch schneller, aber ja, ich denke, das reicht vollkommen. Ich mache jetzt mal den Karton auf mit einem guten Schweizer Taschenmesser. Okay, ja, machen wir mal auf. Ah ja, okay, also sieht auf jeden Fall sehr schick aus hier in diesem Rotverpackung. Hier ist auch die Box. Okay, also ist echt super klein und schlicht. Hier ist, USB fürs Ladekabel. Hier sind dann die Steuerknöpfe, die man so alle hat. Anknopf, ich denke mal, der Kreis bedeutet dann auch, um die Zeit zu starten. MCX-In, ich vermute mal, das ist dann für die Antenne, die man noch zusätzlich dazu tun kann. Ja, also bis jetzt eigentlich sehr schick auf jeden Fall. Ja, gut, dann tue ich das mal kurz zur Seite und dann machen wir gleich weiter. Was haben wir noch? So, also einmal die Anleitung, ist klar, die werde ich mir auf jeden Fall ein paar Mal durchlesen müssen. Dann haben wir hier eine sehr schicke Hülle, ist auch sehr robust, also ich denke, da packe ich dann auf jeden Fall die Box rein und lasse es dann auf jeden Fall irgendwie im Auto, dass man es immer dabei hat. Was haben wir noch? Ah ja, genau, okay, das ist diese externe Antenne, die man zusätzlich verbauen kann, muss man aber nicht. Also das ist aber auch auf jeden Fall ein ziemlich dicker Klops hier. Also und soweit ich weiß, muss das auch außerhalb des Autos hängen, sonst bringt es gar nichts. Also ja, ist ein bisschen schwierig. Zigarettenanzünder, also so Ladebox, ist auch nicht schlecht. Ist halt ganz normales USB-Ding. Dann haben wir hier auf. Also ein Saugknopf für die Montage, also ist im Prinzip genauso aufgebaut wie, wie jede GoPro. Hier ist dann der Deckel, also das vermute ich mal, schiebt man hier dann so drauf. Und dann kann man die Q-Stars Box ganz entspannt hier oben drauf montieren. Also die zwei Sachen noch. Was haben wir noch? Ah, okay, hier ist die Garantiekarte mit der Seriennummer und es steht, man hat ein Jahr Garantie. Dann hier noch das Ladekabel, also stinknormales USB 3. Dann CD für Software, vermute ich mal. Aufkleber und ja, das war's eigentlich soweit. Also das sind so
die Sachen, die dabei sind. Also ich glaube, das Hilfreichste wird auf jeden Fall die Anleitung hier sein. Die werde ich mir echt ein paar Mal anschauen müssen. Und ja, also wie gesagt, so sieht das Teil aus. Ich schaue mal, ob sie vielleicht geladen ist schon. Ich probiere es mal. Halt mal drauf. Ah ja, ist auch geladen. Okay, also haben wir auch auf jeden Fall geladen, das Teil. Und ja, hier steht Drag Race, ist auf Englisch, Circuit Race, Rally Race, GPS Logger, Geschichte, also History, Application, GPS und Settings. Also ja, aber das Display ist auf jeden Fall super sauber und auch schön von der Farbe her. Und ich denke mal ja, hoch, runter, links, rechts, das ist dann auswählen, das ist zurück, an, aus und hier wahrscheinlich starten. Also ist echt, ja, wenn ich das von der, sagen wir, Optik vergleiche mit der Performance Box, ist es auf jeden Fall, ja, schöner, würde ich mal sagen. Ja, ich denke mal, das war es eigentlich auch, so die wichtigsten Sachen. Jetzt mit dem Menü kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Das kann ich dann vielleicht mal sagen, wenn wir die ersten Zeiten machen, wie man das einstellt, weil ich muss, wie gesagt, dieses Teil dann mal ein bisschen durchlesen. So, das war's eigentlich, was alles so in der Box ist. Leider kann ich euch jetzt nicht genaueres zu dem Teil sagen. Leider kann ich euch nur zeigen, was in der Box ist. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht selber mit dem Teil so richtig auseinandergesetzt, aber bei den ersten Messungen kommt dann auf jeden Fall mal so, ja, zeige ich euch einfach mal, wie man das einstellt. Aber jetzt kommt so zu dem anderen Punkt, das ich am Anfang vom Video erwähnt habe, und zwar, ich habe mir überlegt, dass wir eine Art Liste führen, so von den besten 100-200 Zeiten, weil ich habe echt, ja, ziemlich viele Freunde hier so in der Umgebung, die echt auch coole Autos haben, und ich dachte, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir so eine Liste führen, so mit den Bestzeiten, ja, wer hat einfach das schnellste Auto, dass ich das dann irgendwie bei Google, so ein Google Spreadsheet erstelle, bei Excel und das dann hochlade, also dass die wirklich jeder auch jederzeit einfach zugreifen kann und sich so die Werte anschauen kann. Also ich glaube, das wäre echt ein cooles Thema und ich glaube, das, ja, es ist ein bisschen so ein Kampf um die PS und um die Zeiten. Ich glaube, das kann eigentlich ganz cool und lustig werden und ich habe mir überlegt, die Tabelle so aufzumachen, also aufzulisten, dass man natürlich Nummer 1, was für ein Auto wird bewegt, welche Leistung hat das Auto? Also bei meinem M2 370 PS ist keine Software nichts, also hat original 370 PS. Welche Tuning-Maßnahmen hat das Auto gemacht? Also bei mir würde ich dann dazu schreiben, die Remus-Komplettanlage und die 300 Zellen Downpipe. Dann der nächste Punkt wäre, wie viele Personen waren in dem Fahrzeug zu der Messung und auch wie viel diese Personen wiegen, weil das sind natürlich alle variable Faktoren, die die Messung beeinflussen. Also ich glaube, es werden auch immer zwei Leute sein, also der Fahrer oder ich fahre und der Kameramann, also das ist immer zwei und dann das Gewicht von den Personen. Der nächste Punkt ist dann auch einmal, wie voll der Tank ist, also ob er viertelvoll ist, halb voll, ganz voll und vielleicht auch was für einen Sprit man drin hat. Hat man jetzt Super, Super Plus, Ultimate, V-Power Racing, was auch immer. Und der nächste Punkt, lass mich überlegen, war dann, einmal noch Zoll, also welchen Zoll, welche Felgengröße fährt man und auch welche Reifen. Und weil das sind natürlich auch Faktoren, du hast ja eine unterschiedliche Schwungmasse, die das Fahrzeug dann bewegt, ob du jetzt 18 oder 19 Zoll fährst. Und der letzte Punkt wäre dann die Außentemperatur, weil das ist natürlich sehr wichtig für den Motor. Wenn es 40 Grad draußen ist, hat er viel mehr zu kämpfen, als wenn es 15 Grad draußen ist. Das waren jetzt so eigentlich die variablen Faktoren, die mir so eingefallen sind, die ich dann in die Liste einfügen würde. Falls ihr noch welche habt, die ich irgendwie vergessen habe, bitte in den Kommentaren schreiben, weil dann würde ich die auf jeden Fall in die Liste einfügen, weil ich glaube, dass man das irgendwie ein bisschen konstant halten kann, wäre echt cool, also wirklich auch die ganzen Variablen aufzulisten und dann am Ende so 3-4 Zeitmessungen zu machen und daraus einen Mittelwert bilden und auch wirklich gucken, dass man immer, ja, ich würde mal sagen, die gleiche oder eine ähnliche Strecke immer fährt. Natürlich kann man auch die Werte dann korrigieren, dass man das, aber da muss ich nochmal schauen, wie ich das dann mit dieser Software, ob das dann in der CD drauf ist. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine sehr coole Idee, weil ich meine, wir können
Ja, M2, M3, M4, M3 E46, E92, M4 mit 700 PS, Golf R mit 400 PS. Kumpel baut jetzt sein Audi RS3 um, mit einem größeren Turbo auf 500 x PS, in Einser mit 600 oder 700 PS. Also ich glaube, das wäre eigentlich echt super cool. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich denke mal, das nächste Mal, wo wir uns sehen, wird im Auto sein, wo wir die ersten Messungen machen. Also Leute, ich wünsche euch noch was. Ciao.